Ich wünsche allen einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zurück zu The Witcher. Hier, wo wir im total verregneten Sumpf stehen, ja, und dem Golem noch elegant einen Blitzableiter in die Hand drücken wollen. Ich würde sagen, was hier passiert, letztes Mal ja fetter Cliffhanger, das sehen wir jetzt einfach spontan. Hier ist auf jeden Fall der Golem. Wo ist der Blitzableiter? Den da. Zack, in die Hand und dann mal gucken, was passiert. Kann ja nur gut gehen, sag ich mal. Gespeichert hat man ja, also falls wir hier kämpfen und verrecken, ist auch nicht so schlimm. Aber wahrscheinlich müssen wir kämpfen. Da führt wohl kein Weg dran vorbei. Hey. Hallo. Okay. Wir müssen kämpfen. Das bedeutet für mich, ich gehe mal hier ein bisschen beiseite. Trink erstmal einen Schwalbetrank. Weil sicher ist sicher. So, dann nehmen wir mal das Artzeichen. Vielleicht können wir den wegnocken. Und unser Schwertchen nehmen wir auch in der Hand. Oh weia. Er ist aber recht langsam. Das könnten wir zu unserem Vorteil nutzen. Okay, lass mal mit einer schweren Kampfstil probieren. Oh, der kriegt aber ganz wenig Schaden. Aber richtig wenig Schaden. Und es ist verdammt laut. So. Ich habe das Gefühl, mit der Waffe kommen wir nicht weit. Ich versuche es einfach mal mit einer anderen. Wechseln wir auf unser Silberschwert, dass wir damit vielleicht mehr Erfolg haben. Nee. Irgendwie hat das Silberschwert noch weniger Effekt auf den. Was mich ein bisschen traurig stimmt. Okay. Ich finde, mehr mit der Axt werden wir auch nicht weit kommen. Gibt es vielleicht. Moment. Haben wir nicht irgendeinen Glosser-Eintrag gehabt? Über Golems. Gibt's da nicht was? Elfen. Gnome. Schade. Nichts dergleichen. Dann müssen wir es wohl mit einem Art nach dem also mit einem Zeichen nach dem anderen probieren. Das Art haben wir jetzt schon versucht. Irdenzeichen. Magischen Ungeheuern, die im Bereich betreten, Schaden verursacht. Ich denke, das ist gar nicht mehr so schlecht. Zack. Ja, wirklich viel mehr Schaden kriegt er dadurch jetzt auch nicht, aber okay, nächster Plan. Ja, wir probieren uns jetzt hier quer durch. Das Schöne ist, der Golem ist auch recht langsam. Wir schmeißen einfach mal ein bisschen Schärfe auf unser Schwert. Oh, jetzt habe ich weggesteckt. Das war auch schlau. Mal gucken, was passiert. Na, komm her. Ah, zwei Schaden. Der frisst enorm wenig, muss ich sagen. Ah, zu schnell. Nein. Mist. Ich dachte, der hat den Angriff nicht durchgezogen. Hat er aber trotzdem gemacht. Komm schon. Frisst das und jenes. Und Mist. Zu schnell. Aua. Haben wir jetzt auf den Kopf gekriegt. Dürfen uns echt nicht von dem treffen lassen. Das ist richtig bösartig. Oh nö. Aua. Hat er mir ins Gesicht getreten. Ah, ein frecher Lump. Okay, wir versuchen es einfach mal mit dem Igni-Zeichen. Vielleicht hilft das ja noch ganz gut. Oh, Vollaufladung, feuerfrei. 21 Schaden, immerhin.
Ja, brennt tut er jetzt nicht wirklich. Ja, wir müssen ja echt mit unseren Zeichen arbeiten, anders geht's gar nicht. Guck mal, wie wenig der verliert. Hammer. Oh, jetzt hat er uns wieder... Oh ne, nicht ins Gesicht treten. Aua. So. Okay. Wir haben ja noch ein Zeichen übrig. Das Quent-Zeichen. Vielleicht bringt's ja was. Ja, es schützt uns ja nur. Und der macht ja nur physische Attacken. Das bringt also nicht wirklich viel. Wir können ihn jetzt hier zwar durch den ganzen Sumpf prügeln, aber wirklich, was bringt tut's nicht. Ich benutze einfach nochmal das Art. Das macht schön Schaden eigentlich. Nicht das Art, das Igni-Zeichen. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt aufs Art komme. Nope. Nope, 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 Kollege. So nicht. Aufladen! Feuer frei! Wusch! Nice! Also cool aussehen hat's. Das sah auf jeden Fall cool aus. So. Das ist eher so eine Geduldsfrage hier bei dem Boss. Nicht wirklich eine Frage, ob wir es schaffen, weil. Gut, es könnte sein, dass unsere Tränke auslaufen. Das war's aber auch. Ah, hier, unser Igni-Zeichen ist wieder ready. Oh, weia. Ach, das kann man nur... Wusch. Haha. Nimm das, du Ungetier. Ausdauer füllt sich langsam wieder auf. Vielleicht noch einen Ausdauertrank nehmen, dass wir öfter Zeichen wirken können. Das können wir noch machen. Rupp. Wusch. Hehe. Pass auf, das machen wir einfach mal. Wir haben doch bestimmt so einen Ausdauertrank irgendwo rumliegen. Ausdauerregeneration deutlich. Guck. So, jetzt haben wir nämlich noch den Trank. Sehr schön. Oh nö, jetzt hat er mich ins Gesicht. Au. Ja. Ich finde immer, dass ich die Zeichen, das macht am meisten Schaden. Ich meine, wir haben den schon fast auf die Hälfte runtergeprügelt. Komm her, du. Ach, keine Ausdauer? Doch. Wusch. Da hat er nochmal eins abgekriegt. Ja, wir machen den halt immer nur zwei Schaden hier, so auf normale Art und Weise. Das ist ein bisschen wenig. Oh nö, nicht wieder ins Gesicht. Aua! Warum tritt er uns immer ins Gesicht? So, komm mal her, ja. Huch. Satz mit X war wohl nix. Der muss auch schon in Reichweite sein, ne? Also wenn er jetzt nicht noch in irgendeine Phase übergeht, dann ist das einfach bloß ein sehr langwieriger Kampf. Aber nicht unbedingt spannend. Was? Wieso hat es denn nicht angebrannt? Vielleicht sind wir auch im falschen Kampfmodi. Ich probiere einfach mal ein bisschen durch. Ob der schnelle Kampfmodi da mehr bringt. Aber da machen wir bloß einen Schaden. Das ist auch nicht unbedingt besser. Nee, ich glaube nicht, dass das unbedingt was bringt. Versuchen wir es einfach weiter mit den Zeichen. Damit haben wir bis jetzt ganz gut Schaden gemacht. Wir haben ja extra unseren Ausdauertrank. Das geht doch eigentlich ganz gut, ne? Auf die Hälfte haben wir uns schon runtergeprügelt. Wie kriegen wir den jetzt aber vernünftig tot? Das ist die Frage. Wir können ihn tot prügeln. Muss es doch bestimmt einen besseren Weg geben. Können wir den vielleicht betäuben? Ne, mit dem Artzeichen, das bringt rein gar nichts. Den zu versuchen zu betäuben.
Also doch Igni und Feuerpower! Feuerpower! Und dann Schwert ins Gesicht. So, warten wir wieder, bis unsere Ausdauer ein bisschen aufgefüllt ist. Und dann hauen wir ihm eine weitere Feuer ins Gesicht. Ein weiteres kleines Feuerchen. Ja, wir müssen halt ein bisschen Geduld mitbringen. Dann ist halt diese Teilfolge, geht's halt nur darum, den Golem zu besiegen. Ist dann halt so. Aua! Hat der uns gerade gehauen? So ein Lump. Ich denke, es wäre fast schlauer, das die Ausdauer voll gehen zu lassen und dann immer solche Zwischenangriffe zu setzen, anstatt immer dreimal hintereinander da gib ihn ins Gesicht zu geben. Aua! Ganz einfach, weil die Balken, ja, der erste Balken, wie man hier sieht, der ist kleiner als der zweite und der ist wiederum kleiner als der dritte. Aber, hä? Ah, vielleicht kommt es doch drauf an, wie man den auflädt. Was macht er denn jetzt? Was sind das für Spielereien? Alles klar, weiter. Wir dürfen uns bloß nicht zu sicher wägen. Das ist hier wahrscheinlich der Trick an der ganzen Sache. Denn wir haben nur noch Hälfte live. Der hat uns gut gegeben. Gut, wir haben den bis jetzt auch gut gegeben. Nö. Du tust mir jetzt hier nichts. Vorher lade ich nochmal meine Igni auf und hau es dir ins Gesicht. Ja, da guckst du, ja? Vielleicht nochmal. Weil es zu viel Spaß macht. 21 Schaden. Gib ihn. Ein langwieriger Bosskampf. Oh, weg. Bevor der uns wieder wehtut. Hopp. Was willst du von mir? Komm her und stirb endlich. Nope. Ins Gesicht. Feuer ins Gesicht. Feuer Schaden. Feuer macht Autschen. Das muss so ist. Nein, du trittst mir nicht ins Gesicht. Bestimmt gibt es noch irgendeinen super coolen Trick, um den kaputt zu kriegen. Aber wir haben es ja fast geschafft. Guck mal, wie wenig Life der noch hat. Sieht man ja an dem Ring da an seinen Füßen. Da. Oh oh. Nicht ins Gesicht. Aua. Läuft unser Schwalbetrank eigentlich noch? Oder ist der schon ausgelaufen? Weil der Kampf einfach mal so lange gedauert hat. Ich glaube, der ist ausgelaufen. Ja, das schaffen wir aber trotzdem. Auch ohne Schwalbetrank. Oder wir könnten jetzt noch einen nehmen, aber... Oh nö. Vielleicht nehmen wir doch noch einen. Ich will jetzt hier nicht aufs letzte bisschen das Zeitliche segnen. Obwohl. Noch geht's, ne? Ja! Und da geht er down. Down, down, down. Sehr schön. Ha. So, was gibt's da Schönes? Ein Golem-Obsidianherz. Und ein Sephira-Zeichen. Sehr schön. Damit fehlt nur noch eins. Ja, war doch ganz einfach, was ihr nur habt. So. Ich würde sagen, da haben wir jetzt hier ordentlich was geschafft. Und die Teilfolge ist jetzt vorbei. Und nachher geht's weiter mit der zweiten Hälfte. Wenn wir dann was anderes machen, als gegen den Golem kämpfen. Ja.
Bis nachher.